Gut, alles klar, dann. Oh, ich heck doch jetzt nicht schon wieder hier einen Schuppen. Auf dem Schiff, Brickstone, Rimjobs, verübe ein Attentat, störe das System. Gehorche. Nö. Verübe ein Attentat. Ach komm, dann machen wir die hier. Sowieso Programming nur your rim 200 jobs is Meter showing some entfernt. strange anomalies. Hack it and I'll see what I can find out. Naja, wenn ich nicht alles hacken soll, damit du irgendwelche Scheiße rausfindest, echt. Schön gelandet. So, dann gucken wir mal. Einen gerade und eine Menge Ecken. Okay, dann müssen wir mal schauen. Ich würde fast so und dann jetzt mal gucken, ob wir hier im Winkel rumkommen. Jawohl. Wunderbar. Mensch, so, das haben wir ja phänomenal fantastisch geregelt. Schönen guten Abend. So, wir können jetzt eigentlich mal unseren Infuego weiter aufrüsten. Anpassen. So, die Karosserie-Mods. Genau, da waren wir stehen geblieben. Seitenschürze hatten wir gemacht. Ach komm, Spoiler, verpassen wir uns. Die Heckstoßstange. Dann nehmen wir die. Aufkleber. Nehmen wir keine. Aufkleber 2. Ach, scheiße. Ja, ich sehe jetzt echt gut, wie das. Ah, der Infuego ist ein alter Morgensternwagen. Okay. Nee, das wollen wir aber nicht. Und dann haben wir hier noch Aufkleber 3. Naja, sind jetzt auch nicht so der Burner. Gut, dann haben wir das. Dann schauen wir uns mal die Farbe an. Karosserie, Lack. Was machen wir denn? Wir sind ja schön rot. Wir können ja mal hier. Oh ja, ganz genau. Wir nehmen mal die. Lollipop, Perlmutt. Ich glaube, wir nehmen mal diesen Perlmutt-Lack. So, Farbe Lack 1. Welcher ist denn das? Ach so. Ne, den würde ich eigentlich schon fast so lassen. Zierstreifenstil. Nehmen wir mal Gummi in Schwarz. Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade wird. Den nehmen wir in Rot. Scheibentönung machen wir in Schwarz natürlich. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das jetzt hier gerade gibt. So, jetzt müssen wir aber die Räder nochmal eben. Beide Achsen. Felgenstil. Oh, die sehen doch eigentlich ganz schick aus. Dann nehmen wir die. Extra-Tief. Nehmen wir Tief. Radgröße. 22. So. Machen wir so. Das ist nicht der schickste Wagen, aber so haben wir ihn zumindest individualisiert. Übernehmen. So, herausholen. One of the rogues in programs is messing with my data collection. Kill the program for me, please. Ja, machen wir. So, wir sollen irgendein Dings töten. Das machen wir natürlich mal. Denn töten ist eine unserer Spezialitäten. Am besten klappt das vielleicht selber. Naja, jetzt ist die Bullerei wieder hinter uns her. Also irgendwie ist der. Oh. Hallo? Na gut, wir steigen mal kurz aus. Ja, den haben wir festgesetzt. Na gut, gehen wir zu Fuß. Welche Waffe haben wir? Gut. Dann haben wir für die großen Waffen kein Ziel mehr, keine Munition mehr.
Da kommt eine Toilette. Ich werde von Toiletten attackiert. Warum greifen mich hier Toiletten an? So. Ach, scheiße. Was geht denn jetzt? Was geht hier? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung, Alter Schwede, was war das denn? Was bitte war denn das? Ja, töte das Ziel. Das war ja schon mal ein sehr guter Plan. Oh Mann, wir versuchen es mal mit der Pistole. Okay, da rechts ist auch wieder so eine Kloschüssel. Okay, das hier war nur ein Köder. Gut, also der lange durchhält. Also der auch nicht. Scheiße, gut. Wir haben ja also mehrere Köder und ein echtes Ziel. Und da wir jetzt nur noch eins da haben... Oh, warte, die nehmen wir mit. Nein, komm. Oh, shit. Der schmeißt mit Autos. Alter, was ist mit euch nicht in Ordnung, ehrlich? Na, komm schon. Na. Alter, was ist denn das, ey? Das ist eine Keramikschüssel. Okay, und die Pistolen sind eigentlich gar nicht so schlecht, mal abgesehen davon, dass sie nicht schnell genug schießen. Na komm, verreckt, ehrlich, ey. Mann, ja toll, jetzt habe ich hier 800.000 Aliens am Arsch, weil irgend so eine Kloschüssel mich unbedingt in den Jenseits befördern wollte. Hui. Nothing helps more than a little disruption to the Zen systems. See what sort of mayhem we can cause. Gut, da vorne haben wir irgendwo den goldenen Schnaps, den holen wir uns erstmal eben. So, und hinterher. Hier irgendwo muss er sein. Da ist er, der goldene Schnaps, mein Schatz. Komm her. Nix Ding. Bam, dann sind die Zen jetzt nämlich schon mal los, die sind's. Und können jetzt ganz in Ruhe das System stören, was auch immer jetzt damit gemeint ist. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wir können mal eben, wo er das da gerade oben sagt, Gesundheit, Patientengemetzel, damit Fußgängergesundheit fallen lassen, ein Upgrade allgemein. Haben wir noch ein bisschen Geld? Okay, haben wir nicht. Bargeld. Oh ja, doch, oh Mann, oh, da wären wir ja richtig reich mit. Leck mich, ehrlich. Ja. Störe das System. Wir sind jetzt nicht mehr wirklich gut bewaffnet, möchte ich anmerken. Can't forget the pickles. Was? A fucking mayhem masterpiece. I still have it. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Waffe? Okay. Okay, das ist eine echt merkwürdige Waffe, möchte ich mal anmerken. Aber egal, solange wir hier ein bisschen Schaden damit verursachen können, soll mir das recht sein. Ja, ihr braucht gar nicht abhauen.
Na komm schon. Oh, passt. Oh, ich hoffe, das reicht. Okay, das reicht nicht. Ja, man kann ja auch mal an dem Panzer vorbeischießen. Okay. Gut, so wirklich in Gefahr sind wir im Moment noch nicht, aber wir müssen natürlich noch so ein bisschen Tabula Rasa veranstalten hier. Das stört doch so ein bisschen, dass ich diese Waffe aufladen muss. Es wäre praktischer, wenn die direkt schussbereit wäre. Na? So, ist ja lame. Ey, was ist denn mit dir? Hau mal ab. Einmal auf die Tankstelle da hinten. Einmal auf die Polizei. Ja. Können wir eben ein bisschen Lebensenergie einsammeln. Oh, scheiße. Oh, der ist ja cool. So einen will ich haben. Müssen wir uns bei Zeiten mal besorgen. Aber im Moment müssen wir erstmal gucken, dass wir hier lebend rauskommen. Und wir haben noch nicht mal... Ja, du, das mit dem Bronze dürfte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Das dürfen wir jetzt haben. Okay. Damit ist es auf jeden Fall schon mal bestanden. Ah, was eine geile Waffe. Aber ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Egal, wir fetzen einfach mal noch ein bisschen rum hier. Ich habe jetzt nicht wirklich die Ambition, das Ganze auf Silber zu bringen. Aber diesen Mini da schmeißen wir noch weg. Na, ne, haben wir nicht mehr erwischt. Scheiße. Egal, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. So, dann machen wir da noch ein bisschen was kaputt. Oh, aua. Hey, du blöde. Was? Hat da jetzt einer mit so einer Waffe auf mich geschossen? Achso. Panzer. Na gut. Ich tu gleich meinen Panzer hier, Wichser. Na, du stehst gerade günstig hier. So. Oh, haben wir doch noch Silber geschafft. Ist ja cool. Alles klar, dann fetzen wir einfach noch ein, zwei Kugeln hier durch die Gegend. Eine Sekunde haben wir noch. Zinyak's a dick, but he's got good toys. Na, immerhin Silber. Immerhin. Ja, da geht der Cardinox richtig ab nach so einem bisschen Vandalismus. Na gut, ein bisschen fehlte zu Gold, aber es war jetzt auch nicht so viel an Verkehr da. Da hätte man ein bisschen was rausholen können. So, ein paar Erfahrungspunkte, die eigentlich hier... Seien wir mal ehrlich, diese Erfahrungspunkte sind total nebensächlich. So, irgendwie brauche ich heute ein bisschen lange zum Laden, habe ich so das Gefühl. Aber... Wir haben ein bisschen was hinbekommen. Und ich wette, auch dafür müssen wir jetzt aufs Schiff, nicht? Ne, wir gehen jetzt erstmal aufs Schiff. Ja, da, so, komm, leck mich. So, weil... A, sind wir sowieso gerade in der Nähe, was jetzt echt ein cooler Zufall ist. Stop by the ship and we'll see about that doorway. Aber wir müssen auch noch mit Matt auf dem Schiff reden. Und dann haben wir da wieder eine schöne Stelle, an der wir stoppen können. Mann, sehen wir cool aus. Das hätten wir von vornherein so machen müssen, muss ich ja mal sagen. So, wo haben wir denn die Pussys? Eine Pussy wohnt da drüben, dann gehen wir erst zu der Pussy. Ich weiß nicht, welche das ist. Oh, nee. Das ist die falsche Pussy. Dann gucken wir mal. Da, okay. Was macht Kinsey da? Komm mal her, Kinsey. Einmal eine Runde. Hey, Kinsey, you wanna fuck? Let's go. Ja, Kinsey hat da eine sehr eigene Art. Mag jetzt nicht jedermanns Sache sein. Aber dem roten Cardinox gefällt es anscheinend. So, jetzt können wir auch mit dir reden. Ah, hast du dich eingekriegt, ja? Able to open the door in the southwest of the city. Turns out this method is really useful. Think you can keep going with it? Nein. It works, sure thing. Dafür bin ich jetzt aufs Schiff gekommen? Jetzt mal ehrlich. Hast du wenigstens sowas zu sagen? I'm really busy here. Just so you know, the bathroom doesn't quite work like we're used to on Earth.
Well, I could sit here and talk with you, or keep anything on this ship from exploding and killing us all. Your choice. Oh, reden. Na gut. Ja, das war jetzt ein total ergiebiges Gespräch. Das Tor hätte man aber auch so freischalten können. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt. Ach nee, ha, hier haben wir ja keine Superkräfte. Jetzt wollte ich gerade ganz entspannt hier hochhüpfen. War wohl ein Schuss in den Ofen. Und dann fehlt uns noch der gute Matt. Markieren wir uns den mal eben. Was? White Rabbit? Achso, damit kriegen wir das nächste Tor. Initialisiere die Virusinjektion. Triff dich mit Matt. Das kriege ich gerade so noch hin. Ach, da ist er. Matt. Was geht? If it's not too much trouble, I need to better familiarize myself with how the simulation works. I figure if I watch the changes to the code take place when you do a few different tasks for me, I should get a stronger grasp on the workings of Zen programming. Fine, but I better get something out of this. Yeah? Please try not to destroy this ship. It's too beautiful to die. Like me. Boah, ich bin nur von Spinnern umgeben. Jetzt will der auch noch, dass ich für ihn hier alles auseinanderrupfe. Aber das machen wir wieder mal in der nächsten Aufnahmesession. Ich habe mir vorgenommen, die Sessions nicht allzu lang in die Länge zu ziehen. sondern ich mache mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Aufnahme, vielleicht mal ein Stündchen. Dann kurze Pause, Kaffee trinken, eben Luft schnappen und alles. Deswegen sind es immer relativ kurze Intervalle. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Mein Gott, sehen wir cool aus, muss ich ja mal sagen. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten und macht's gut.